Hallo liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich einmal kurz zeigen, wie ich die Bildschirmzeit nutzen kann, um als Eltern einen reibungslosen Ablauf oder eine reibungslose Erledigung der Hausaufgaben zum Beispiel zu ermöglichen, ohne Ablenkung. Schüler lassen sich gerne ablenken, Kinder lassen sich gerne ablenken, Erwachsene auch. Aber wir möchten jetzt sicherstellen, dass diese Ablenkung nicht dazu führt, dass wir dass Schüler ihre Hausaufgaben nicht erledigen können zum Beispiel. So, erster Punkt ist also, wie kann ich Mitteilungen deaktivieren? Spiele sind darauf ausgelegt, uns wieder ins Spiel zu holen und die Ingame-Währung am besten zu kaufen und echt Geld auszugeben, um irgendwelche Errungenschaften freizuschalten. Dazu müssen Spiele häufig Interaktionen von den Spielern einfordern, wie Kindern zum Beispiel. Und das machen sie gerne über Pop-up-Benachrichtigungen, in denen sie versuchen, irgendwelche Boni zu schenken, damit man quasi wieder ins Spiel reinkommt. Das heißt, erstes Ziel ist, alle Pop-up-Mitteilungen zu deaktivieren. Wie mache ich das jetzt? Ich gehe hier oben rechts runter und klicke hier auf Nicht stören. Beziehungsweise, wenn es ausgeschaltet ist, sieht so aus, Fokus. Ich drücke hier drauf, Nicht stören und sage, okay, nicht stören bitte. So, ab sofort. So, was passiert bei Nicht stören? Dann gehe ich in die Einstellung, klicke hier links auf Fokus. Bei Nicht stören kann ich jetzt sehen, was passiert. Und zwar, Nicht stören ist aktiviert, erlaubte Mitteilung, Personen keine erlaubt, Apps keine erlaubt. Das heißt, niemand darf mich stören. Ich möchte sicherstellen, dass mich keiner stört und ab jetzt kriege ich keine Mitteilung mehr. Das ist der erste Punkt. Das können Schüler natürlich oder Kinder natürlich selber wieder ausschalten, aber da muss man halt mal im Gespräch mit Kindern darüber klar werden, dass diese Mitteilungen nicht helfen und dass die Nutzung dieses iPads halt an gewisse Voraussetzungen und an gewisses Vertrauen auch gebunden ist, dass von den Eltern den Kindern entgegengebracht wird und wenn dieses Vertrauen zerstört wird, dass dann halt andere Möglichkeiten genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit jetzt erstmal einfach jetzt hierzu sicherzustellen, dass keine anderen Apps genutzt werden, ist in der Bildschirmzeit, die ich schon im vorherigen Video eingeführt habe, eine sogenannte Auszeit. Jetzt muss ich den Bildschirmcode, den dürfen die Kinder natürlich nicht kennen. Den habe ich jetzt hier eingetippt. Hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, von 7 bis 23 Uhr, also tagsüber, ist quasi diese Bildschirmzeit jetzt aktiviert. Das kann ich natürlich nur in Tagen anpassen. Ich habe sie jetzt tagsüber mal eingestellt. Man sollte natürlich die Nacht auch mit einnehmen. Ich wollte jetzt nur schnell zeigen, was man machen kann. So, hier werden jetzt Apps limitiert. Soziale Medien, Spiele, eine Minute jeden Tag. Spiele eine Stunde jeden Tag, okay. Aber ich möchte jetzt einfach immer erlauben, und zwar während der Auszeit darf ja nichts genutzt werden, außer das, was ich jetzt immer erlaube. Und da habe ich jetzt einfach mal die folgenden Apps. Bbox ist ein E-Book für gewisse Fächer, Mathematik zum Beispiel, Chemie. Classic GeoGebra ist ein Taschenrechner. Cornelsen Lernen ist eine Schulbuch-App, Excel, Klett Lernen. OneDrive brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Jetzt lösche ich das einfach mal hier raus. OneNote, ja. PowerPoint, ja. Skook ist eine Schulbuch-App, ja. Sketches ist ein Malwerkzeug. Wenn wir jetzt nicht gerade Kunst machen, dann nehmen wir es mal raus. Der Taschenrechner und Word. So, was jetzt zum Beispiel hier, wenn diese Apps sind immer erlaubt. Das heißt, die können auch während der Bildschirmzeit genutzt werden. Und so kann ich sicherstellen, dass jetzt zum Beispiel nur diese Apps genutzt werden. Jetzt kann man natürlich noch überlegen, ob man andere Apps wie FaceTime erlaubt oder Google Earth oder sowas. Aber ich habe es jetzt mal rausgenommen, weil das Ablenkungspotenzial ja auf jeden Fall da ist. Teams ist da so ein bisschen problematisch. Denn wenn jetzt Aufgaben vorher über Teams kommen oder so, dann sollte man sie sich rausschreiben oder einen Screenshot machen, damit das auf jeden Fall schon mal damit man das machen kann. Aber Teams bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kinder untereinander chatten und sich ablenken. Deswegen habe ich das jetzt alles rausgenommen. Jetzt gucke ich mal, wie es aussieht. Ich habe jetzt hier meinen Bildschirm und siehe da, alles ist quasi blockiert. Ich habe ganz viele Apps zwar installiert, aber kann sie nicht öffnen. Zeitlimit, ja. Mehr anfordern, ja, bei Eltern oder im Bildschirmcode angeben. Aber ja, Zeitlimit ist erreicht. Jetzt kann ich aber die Apps öffnen, die ich für das Arbeiten jetzt benötige. Wie zum Beispiel OneNote oder halt zum Beispiel, wo haben wir es hier, Klett Lernen, also eine Schulbuch-App. Die darf ich dann benutzen. So habe ich sichergestellt, dass jetzt nur die Apps genutzt werden, die ich auch wirklich für die Hausaufgabenzeit benötige. Danach könnte man das hier wieder ausschalten.
Das wäre jetzt eine relativ einfache Variante, um die Apps so zu limitieren, dass man nur die nutzt, die gerade auch für die Hausaufgaben benötigt werden und Spiele zum Beispiel nicht genutzt werden können. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Gerne einen Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar schreiben. Bis dahin, tschüss.